So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke und heute endlich der große Ayran-Test, denn ich habe geguckt, was gibt's alles so für Hersteller, für Firmen, für Ayran-Gesöffe in letzter Zeit aufgefallen. Geboren durch die Ayran-Challenge von der Bo, waren wir auf der Suche nach Ayran, haben dann extra von Körfetz im Kaufland die 1-Liter-Packung gefunden, haben die Ayran-Challenge damit gemacht. Dann habe ich auf dem Weg dahin gesehen, es gibt ja von diesem Müller-Ayran diese Special Edition featuring Eco Fresh. Die haben wir auch mal getestet. Die war eigentlich richtig gut, hat einen super Geschmack gehabt. Und ich habe gesehen, es gibt noch andere. Und zwar diese hier haben wir jetzt gefunden, die wir jetzt alle mal vergleichen wollen. Ihr habt ja also den Ayran aus dem Rewe. Das müsste also der günstigste, wässrigste, billigste sein. Erfrischendes Getränk nach türkischer Art aus Joghurt und Wasser. Hier steht nicht mal Salz drauf, aber hier steht Speisesalz. Und dann haben wir Gazi Ayran. Getränk mit Joghurt und Salz. Boah, Gazi Ayran. Dann haben wir den Körfetz Ayran, mit dem wir die Challenge gemacht haben. Original türkische Art. Haben wir hier auch original. Schmeckt hervorragend zu kräftigen Speisen, ist durstlöschend und äußerst erfrischend. Aus Joghurt und Wasser. Fertig. Und natürlich hier der Müller Ayran, den müssen wir nämlich auch im Vergleich dazu mal probieren. Jetzt stelle ich euch mal irgendwie dahin, muss mir mal irgendwie ein bisschen aber Platz machen gleichzeitig. Und fürs Thumbnail wollte ich die, glaube ich, alle mal irgendwie in die Hand nehmen. Das heißt, wir brauchen hier den plus den. Meine Hände sind zu klein. Den plus den und dann habt ihr noch den und den. Und dann haben wir hier 4 verschiedene Ayran, der große Ayran-Test. So könnte das vielleicht im Thumbnail aussehen, total sinnlos. Wir fangen jetzt mal von dem kleinsten, billigsten an. Und das ist der Ayran, den wir wieder hier mit unserem Berliner Luftgläschen mal trinken wollen. Ich glaube, danach habe ich einen richtigen Ayran-Bauch. Wir schütteln natürlich überall vorher kräftig, machen das jetzt auf. Füllen mal hier rein. Ist ein Becher, müsstest du gleich ganz trinken, wenn du den hast. Der sieht auf jeden Fall wirklich sehr flüssig aus, sehr wässrig. Der andere ist irgendwie viel, viel kräftiger, dicker und hat auch eine viel klarere, weißere Note. Das ist hier so ein bisschen leicht gelblich. Das wird bei euch jetzt nicht so aussehen, aber bei mir sieht das so aus. Der Adi schlägt schon wieder am Becher rum, das heißt, ich muss den Becher doch bei mir hinstellen. Der Ayran für, ich glaube, 39 Cent. Probieren wir mal den. Okay, obwohl der total wässrig aussieht und die Farbe mir gar nicht gefällt. Sieht aus wie irgendwie abgestandene Milch einfach nur, die jetzt halt da vor sich hin vegetiert. Hat er trotzdem eine sehr angenehme Ayran-Note. Schmeckt würzig, ist Joghurt, ist Wasser, ist Salz. Ich glaube, du kannst da gar nicht viel falsch machen. Muss es also immer das teuerste sein? Wir kommen mal zum Gazi. Gazi Ayran. Was macht der jetzt anders? Das sind auch 250 Milliliter, genauso wie der erste. Ansonsten steht da auch was Türkisches drauf. Vor Verzehr schütteln, machen wir ja sowieso immer. Machen den auf, füllen den ein in das gleiche Glas. Der hat ein bisschen eine andere Farbe, der hat ein kräftigeres Weiß als der erste. Der erste hat irgendwie so einen komischen gelben Schimmer. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Von der Flüssigkeit, von der Wasserflüssigkeit. Er kommt mir einen kleinen Ticken dicker vor. Riecht auf jeden Fall genauso. Wir probieren mal, im Endeffekt ist es 1A genau dasselbe. Hat eine irgendwie eine andere Note. Es hat eine andere Note. Ich glaube sogar der erste, der von Ja
war irgendwie ein bisschen würziger, ein bisschen salziger. Dafür schmeckt der zweite von Gazi irgendwie ein bisschen frischer. Der schmeckt irgendwie buttermilchartiger, mit vielleicht weniger Salz drin, aber halt mehr Joghurtanteil dafür. Ist frisch, ja, weil da würde mir sogar der Ja eigentlich reichen, weil der eben halt so einen guten würzigen Salzanteil hat. Ja, kommen wir jetzt mal zum Körfetz. Körfetz Ayran, wo wir 1 Liter gemacht haben für die Challenge. Der kommt jetzt hier wenigstens aus dem Kühlschrank. Original türkische Art. Becher wieder auf. Eingeschenkt. Das ist jetzt hier auch schön schaumig. Sieht trotzdem wieder sehr flüssig aus. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Die sind einfach alle gleich flüssig. Die sind halt so wässrig und flüssig. Ist ja auch nur Wasser und Joghurt. Nicht lang labern. Mal dran riechen. Der hat irgendwie den wenigsten Geruch bis jetzt. Also der Gazi hat, glaube ich, mehr gerochen. Irgendwie orientalischer, ja. Der Gazi hat bis jetzt den besten Geruch. Der Körfetz riecht nach gar nichts. Jetzt probieren wir mal den und gucken mal, wie der schmeckt. Puh. Ich glaube, der Körfetz ist bis jetzt der schlechteste, also vom Geschmack her. Vielleicht ist das original türkische Art, aber da gefallen mir dann die nicht türkischen Versionen, die deutschen von ja vielleicht besser, wenn es eingedeutscht ist. Hier habe ich jetzt auch wieder eigentlich gar nichts von diesem vom salzigen gemerkt. Das hat eher so eine etwas buttrige Art an sich. Da fand ich sogar den Gazi aber noch besser, obwohl der auch jetzt nicht so salzig war. Am besten hat mir jetzt der Ja gefallen. Ist auch der günstigste. Wir haben aber noch unseren Ayran von Müller, wo wir nochmal einen ganzen Bottich aufmachen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass das trotzdem so unterschiedlich ist. Ich dachte, Ayran ist Ayran, nachdem da plötzlich alles gleich aussah und die gleiche Konsistenz hatte, habe ich jetzt damit gerechnet, alles ist gleich, aber schon der Geruch ist ja auch anders bei manchen. Ja, und dann sitzt hier also... Warum plätschert das denn so? Da kommen ja richtige Brocken raus und Schläge, die es da in die Schüssel reinmacht. Oh, der große Ayran-Test, auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Wir riechen jetzt auch mal hier. Sieht einfach aus wie ein Glas Milch. Aus der Flasche hat es auf jeden Fall einen guten Geruch. Gazi? Riecht in der Flasche etwas intensiver als Gazi. Wäre vom Geruch bis jetzt der beste, der intensivste. Aber du kannst ja auch deinen Rüssel komplett da rein in die Flasche halten und hast dann direkt diese Duftnote da. Dort riechst du ihn nur am Deckel von dem Becher rum. Jetzt probieren wir den mal. Ich bin mal gespannt, was der jetzt kann. Eine leicht salzige Note auf der Lippe, die du danach noch abschlecken kannst. Sehr cool auf jeden Fall. Wenn ich das wirklich... Oh, ich glaube, ich muss nochmal durchprobieren in der Reihenfolge, wo ich jetzt denke. Ich glaube, Körfetz müsste der schlechteste sein. Hat irgendwie so eine buttrige Note... Der hebt hinten irgendwo ab, aber irgendwie brauche ich das, dass das vorne da ist und präsent ist. Der geht nach hinten hoch. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Den Gazi, den fand ich vom Geruch her sehr genial, sehr stark. Nehmen wir da auch nochmal einen kleinen. Auf jeden Fall salziger und würziger als der von Körfetz, der Gazi. Bei mir hat ja eigentlich der Ja bis jetzt am besten geschmeckt. Probier nochmal den Ja. Ich würde Hannes sagen, das haut nahe.
Ich weiß nicht, der Jahr ist so unscheinbar in seinem Becher. Der sieht auch voll kacke aus. Das Design ist wirklich nix. Aber der Geschmack ist einfach da. Und jetzt muss ich nochmal mit dem Müller vergleichen. Ja und Müller begeben sich beide richtig gut. Ich glaube, ich bleibe dabei, dass der Müller wirklich einfach eine gute Sache abgegeben hat. Richtig coole Idee. Eco Fresh, das Feature mit Eco Fresh, hier einen Müller Ayran zu machen in dieser Edition. Also cool, dass man das auch wieder verschließen kann. Cool, dass das in der Flasche kommt. Cool, dass der einfach so schön kräftig und salzig und würzig ist. Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt nicht diesen extrem heftigen Unterschied zwischen dem Jahr Ayran und dem Müller Ayran. Das heißt, wenn ihr im Laden steht und müsstet euch unterscheiden zwischen 3 Euro und 50 Cent, dann würde ich lieber 50 Cent nehmen und habe auch einen super guten Ayran, den man gut trinken kann und der schön Geschmack da hat. Heißt aber gleichzeitig, auf den Gazi und den Körfetz könnte ich aber jetzt verzichten. Die sind bei mir jetzt durchgefallen, ne? Hartes Urteil. Der, weil der limitiert ist, ist der ja eh nicht immer da. Und dann heißt, wenn man mal Bock auf den Ayran hat, kann man ruhig mal im Rewe bei Ja ins Regal greifen und kann sich da so einen kleinen Becher mal mitnehmen. Was ist euer Lieblings-Ayran? Welche Firma kennt ihr noch? Wer hat den besten Ayran? Trinkt ihr Ayran? Schreibt es mal rein. Mir ist so schlecht. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.